Ich stelle mich vielleicht auch einfach noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist eben Walter Bonfig. Ich bin Kinderendokrinologe und Diabetologe. Bin jetzt mittlerweile schon seit über 5 Jahren eben in Wels. War vorher viele Jahre in München, wo wir halt eben am Dr. von Hornerschen Kinderspital traditionsgemäß eben auch eine sehr große kinderendokrinologische Ambulanz eben mit einem Schwerpunkt eben auch auf AGS hatten. Das kam noch sozusagen so wirklich von den Pionieren der Steroidforschung. Der Professor Knorr damals hatte damals wirklich dort eine der größten europäischen AGS-Ambulanzen aufgebaut, wo wirklich dann zu Hochzeiten sozusagen mal 200 Patienten mit AGS auch betreut wurden. Heutzutage sind es natürlich nicht mehr so viele, weil jetzt auch vor allem die Transition in die Erwachsenenmedizin besser klappt, als das früher noch der Fall war. Aber aus diesem Grund sozusagen habe ich da halt eben auch einen großen Interessensschwerpunkt in diesem Bereich und habe eben ja auch einige Erfahrung halt in dem Bereich gesammelt. In dem Vortrag heute soll es eben um Nebennierenkrisen und das Notfallmanagement bei AGS gehen. Aber wie Sie auch im Verlauf des Vortrags dann sehen werden, ist es auch ganz wichtig, dass man halt einfach auch zu den Grundlagen der Erkrankung, zu der Pathophysiologie, wie man das medizinisch nennt, dass man da eben auch sehr gut informiert ist. Und auch wenn viele von Ihnen, weil sie eben sehr engagiert sind, das eh schon wissen, fange ich aber trotzdem mal wirklich mit so ein paar ganz basalen Grundlagen einfach nochmal an. Und zwar geht es beim AGS ja um die Nebenniere. Und hier ist mal anatomisch dargestellt die beiden Nieren, die halt eben das Blut filtrieren und den Harn produzieren. Und wie eine kleine Mütze sozusagen sitzen auf beiden Nieren obendrauf eben die Nebennieren, die verschiedene Botenstoffe, also Hormone produzieren und die unterschiedlichen Botenstoffe oder Hormone der Nebenniere sind einmal das Salzhaushalt regulierende Hormon, also das dafür sorgt, dass die Elektrolyte ausgeglichen sind. Das ist das Aldosteron oder als Medikament dann das Fludrocortison oder auch Astonin H. Dann gibt es eben ein zweites Hormon, das ist das Stresshormon, das aber dessen Nebenaufgabe es auch noch ist, den Blutzucker zu stabilisieren. Deswegen hat auch das Cortisol außer dem Beinamen Stresshormon auch noch praktisch die Überbezeichnung Glukokortikoid. Und in diesem Wort Glukokortikoid steckt ja eben auch Glukose drin. Und das soll eben ausdrücken, dass dieses Stresshormon auch für die Blutzuckerstabilisierung notwendig ist. Und das wird auch später im Vortrag nochmal sozusagen Thema sein. Wenn wir von Nebennierenkrisen sprechen, kann es eben auch tatsächlich zu Unterzuckerungen letzten Endes auch kommen oder die können eben auch ein Alarmsignal eben für eine Nebennierenkrise sein. Dann die dritte Substanzklasse, die in der Nebenniere produziert wird, sind eben die männlichen Hormone, die man allgemein als Androgene bezeichnet. Das bekannteste Androgen ist eben das Testosteron, wobei man eben sagen muss, das Testosteron selber wird hauptsächlich eigentlich bei pubertären Buben oder bei Männern eben im Hoden gebildet. Und das hauptsächlich in der Nebenniere gebildete Androgen ist das sogenannte DHEAS. Ja, wie funktioniert die gesunde Nebenniere? Ich habe eben schon gesagt, es gibt insgesamt eben drei Substanzklassen von Botenstoffen, von Hormonen, die eben in der Nebenniere produziert werden. Und die Nebenniere hat eben drei verschiedene Zonen. Und das kann man sich praktisch vorstellen wie drei verschiedene Straßen. Und wir haben halt eben einmal die Straße, die eben zur Salzhormonproduktion führt, also zum Aldosteron, Wirkstoff Fludrocortison im Medikament. Dann haben wir die Straße, die zum Stresshormon führt, zum Cortisol, das Medikament, dann das Hydrocortison oder Hydrocortone, wie viele auch in Österreich eben sagen, nach dem Präparatnamen. Und dann haben wir eben die Straße, die eben zu den Androgenen, zu den männlichen Hormonen führt, da der bekannteste Vertreter eben, wie gesagt, das Testosteron. Was ist jetzt sozusagen das Problem beim AGS? Da ist es so, dass die Straßen zum Salzhormon produzierenden Hormon und zum Stress produzierenden Hormon sind praktisch gesperrt. Da geht es nicht weiter.
Und was machen die Autos dann sozusagen, wenn sie da in der Sackgasse nicht weiterkommen? Sie drehen um und nehmen praktisch den einzigen Weg, den sie nehmen können, weil die Autos wollen alle sozusagen irgendwo zum Ziel kommen. Und die einzige Straße, die frei ist, ist die zu den männlichen Hormonen, sodass deswegen ganz viele männliche Hormone eben gebildet werden. Das ist jetzt so eine vereinfachte Darstellung, wie man sie auch durchaus schon Schulkindern zeigen kann. Das Ganze sozusagen biochemisch dargestellt, sieht schon gleich etwas verwirrender aus. Das müssen Sie nicht im Einzelfall jetzt hier nachvollziehen, sondern auf der nächsten Folie sehen Sie praktisch in Analogie zu dem Vergleich mit den Autos und den drei verschiedenen Straßen, dass halt eben aufgrund des Gendefektes und des Enzymmangels beim AGS eben halt einfach hier auch zwei Baustellen sozusagen sind oder Stoppschilder, wo es einfach nicht weitergeht. Es geht nicht weiter zu dem salzhormonregulierenden Hormon, es geht nicht weiter zu dem Stresshormon. Und deswegen sozusagen werden alle hormonellen Vorstufen, die sich vor diesem Block anstauen, werden eben vermehrt dann in die Androgensynthese eingeschleust. Und deswegen steigen die männlichen Hormone eben alle an. Wozu führen diese Veränderungen? Einerseits sozusagen der Mangel am Salzhaushalt regulierenden Hormon kann eben dazu führen, dass die Blutsalze durcheinander kommen. Und meistens im Rahmen so einer solchen Entgleisung steigt zuerst das Kalium an. Und das kann relativ gefährlich werden, wenn das Kalium sehr hoch ansteigt. Dann kann es wirklich auch zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen. Und als zweites sinkt meistens das Natrium ab und dann kommt es eben zur klassischen Salzverlustkrise. Und ohne das Stresshormon Cortisol fühlt man sich insgesamt schlapp, müde, antriebslos. Außerdem, weil eben diese blutzuckerstabilisierende Wirkung vom Cortisol fehlt, kann es auch zu einer Unterzuckerungsneigung kommen. Das beobachtet man vor allem, muss man sagen, bei Kleinkindern, also praktisch im Alter unter 6 Jahren. Oder aber eben auch durchaus in Nebennierenkrisen. Und im schlimmsten Fall kann eben so eine gefährliche Nebennierenkrise auftreten. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das ist sozusagen dann auch der Gegenstand des weiteren Inhalts des Vortrages. Die erhöhten Androgene, die führen zu einer körperlichen Entwicklungsbeschleunigung, sowohl bei Buben als auch bei Mädchen, was zuerst mal zu einem beschleunigten Wachstum führt, aber es schließen sich durch diese erhöhten Androgene auch vorzeitig die Wachstumsfugen, sodass dann schlussendlich ein Kleinwuchs resultiert. Die hohen Androgene führen bei Mädchen auch noch dazu, dass es eben zu einer Vermännlichung, also zur Genitalvirilisierung eben kommen kann. Ja, die Therapie beim AGS, wie Sie alle selber wissen, ist das Ersetzen der fehlenden Botenstoffe, des Cortisols und des Aldosterons. Und dafür steht eben Hydrokortison in Tablettenform, in Kapselform oder auch als Granulat zur Verfügung. Und für das Fludrokortison gibt es eben das Astonin-H in Tablettenform. Was ich immer auch Schulkindern zum Beispiel sage, dass man eben das Hydrokortison auch Stresstablette nennen kann, dass man sozusagen auch schon so ein bisschen einen inhaltlichen Bezug zu der Funktion des Medikaments herstellt. Und das wird eben klassischerweise dreimal am Tag verabreicht in der Kinderheilkunde. Und dann gibt es eben das Astonin-H, was man auch eben in Analogie dazu als Salztablette oder Elektrolyttablette bezeichnen kann. Und das wird meistens 1 bis 2 Mal am Tag gegeben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wann wird das AGS tatsächlich gefährlich? Gefährlich wird es, wenn die Medikamenteneinnahme unregelmäßig erfolgt oder wenn man Dosen einfach weglässt oder aber eben bei fieberhaften Infektionserkrankungen oder auch bei Infektionserkrankungen, wo das Fieber gar nicht so hoch ist, Erkältungen, Magen-Darm-Infekte oder eben auch eine echte Virusgrippe. Dann eben auch bei Operationen, das stellt auch für den Körper einen Stress dar, oder aber auch Untersuchungen in Narkose oder eben auch bei schweren Unfällen. Das sind praktisch alles Gefahrsituationen, in denen es dann zu einer Nebennierenkrise potenziell mit Kreislaufversagen, gefährlichen Entgleisungen der Elektrolyte, der Blutsalze kommen kann. Und wie ich eben vorhin schon gesagt habe, wenn das Kalium sehr hoch ist, kann es eben auch zu Herzrhythmusstörungen kommen und eben wenn der Kreislauf auch nicht mehr stabilisiert ist, dann kann es eben auch zum Schock kommen.
Jetzt stellt sich die Frage, was passiert normalerweise, wenn der Körper Stress hat? Und da habe ich Ihnen mal einen historischen Rückblick mitgebracht, weil ich es immer wieder relativ erschreckend finde, wie kurz wir eigentlich über wichtige Dinge, wichtige physiologische Abläufe im Körper eigentlich Bescheid wissen. Weil praktisch zu der typischen Stressreaktion wissen wir seit weniger als 100 Jahren, was da im Körper abläuft, was relativ relevant ist. Und wenn man da zurückblickt, sozusagen ein Pionier in dieser Stressforschung war der Hans-Hugo Bruno Selye. Und das erwähne ich deswegen auch noch ganz gerne. Dessen Familie stammt nämlich ursprünglich auch aus Ungarn und er ist dann aber in Wien geboren worden. Also im Prinzip kann man sagen, ein Österreicher, der Pionier der Stressforschung war. Und er hat dann aber beruflich eben in Kanada gearbeitet. Und er hat sich eben, ja, damit beschäftigt, was passiert im Organismus, wenn der Körper Stress ausgesetzt ist. Und da hat er eben Tierversuche mit Mäusen gemacht, denen er als Stress sozusagen keine Nahrung gegeben hat und hat dann hinterher die Mäuse seziert und hat dann verschiedene Organe eben untersucht. So ist das Ganze sozusagen losgegangen. Und was er da gefunden hat, das sehen Sie hier in dieser Abbildung. Also praktisch hier auf der linken Seite sind jeweils von ungestressten Mäusen die Organe dargestellt und auf der rechten Seite von Mäusen, die er eben 24 Stunden gestresst bzw. nicht gefüttert hat. Und da sieht man, dass die Nebennieren bei den gestressten Mäusen wesentlich größer sind als die von ungestressten. Dann gibt es ein Organ, das nennt sich Thymus. Da werden praktisch Immunzellen, immunkompetente Zellen gebildet, genauso auch wie in den Lymphknoten. Da werden auch immunkompetente Zellen produziert. Und da sieht man, dass praktisch die Thymusdrüse und auch die Lymphknoten von Patienten, die keinen Stress haben, wesentlich größer sind als die Drüsen oder die Lymphknoten von Tieren, die gestresst wurden, sodass man eben hier auch schon sehen kann, dass sozusagen das Stresshormon auch einen gewissen immunsupprimierenden Effekt hat, weil eben diese Immunorgane sozusagen im Stress schrumpfen, kann man sozusagen sagen, ja, weniger aktiv sind, weil eben das Stresshormon da auch einen gewissen immunsuppressiven Effekt auch auslöst. Was er dann auch noch gefunden hat, als er sich die Magenschleimhaut angeschaut hat, das sieht man jetzt hier auf dem Schwarz-Weiß-Foto nicht so gut, das müssen Sie mir jetzt einfach glauben. Da hat er eben gefunden, dass bei den gestressten Tieren Magenschleimhautblutungen zu sehen waren. Und das ist durchaus etwas, was man zum Beispiel auch bei gestressten Patienten auf einer Intensivstation zum Beispiel erleben kann, dass es mal zu Magenschleimhautblutungen kommen kann, weswegen man heutzutage eben auch bei Intensivpatienten auch relativ großzügig auch einen Magenschutz ansetzt. Und wie gesagt, so ist es 1936 mit der Stressforschung losgegangen. Heute wissen wir es sozusagen noch ein bisschen differenzierter. Und zwar, was passiert sozusagen im Körper, wenn eine schwere Infektion abläuft bei einem Nebennierengesunden? Dann ist es so, es kommt durch die Infektion zu einer Entzündungsreaktion und dann sozusagen melden Botenstoffe, sogenannte Zytokine, melden praktisch wie so ein Alarmsignal, hallo, hier im Körper ist eine Infektion, hier ist vor Ort ein Problem, um dann halt eben auch die Immunzellen anzulocken, dass die dort aktuell an dem Ort das Problem sozusagen bekämpfen. Und diese Entzündungsbotenstoffe sozusagen, die dann vermehrt ausgeschüttet werden, das bezeichnet man auch als Zytokinsturm. Und dadurch kann es eben auch lokal wirklich auch zu zerstörerischen Effekten kommen, also zu wirklich toxischen Effekten. Und was man eben auch beobachtet, wenn so eine schwere Infektion stattfindet, dass es eben auch zu einer Stresshormonresistenz eigentlich kommt. Und die normale Reaktion des Körpers darauf ist dann, dass eben um diese Stresshormonresistenz zu überkommen, dass dann eben besonders viel Cortisol ausgeschüttet wird. Und wie wir eben schon an diesen Bildern von Thymus und Lymphknoten gesehen haben, wirkt das Cortisol ja eben auch immunsuppressiv. Und damit kann es eben auch diesen Entzündungssturm sozusagen in Zaum halten und bremst damit eben auch ab, dass lokal eben auch schädigende Effekte im Gewebe auch stattfinden und eben durch diese
hohen Ausschüttungen an Cortisol in einer solchen Situation überwindet der Körper eben dann auch diese Glukokortikoidresistenz. Wie ist es jetzt im Vergleich dazu beim nebenniereninsuffizienten Menschen, wozu das AGS ja eben auch zählt? Da ist es eben so, die Infektion, die löst auch wieder eine Entzündungsreaktion aus. Und die verläuft aber in dem Fall wirklich völlig ungebremst sozusagen, wenn ich nicht von außen jetzt noch zusätzlich Stresshormonen, also sprich Hydrocortison, zuführe. Und dann habe ich jetzt mal einfach in Analogie zu diesem Wort Zytokinsturm mal gesagt, das ist dann wie ein Zytokin-Hurricane sozusagen, sodass es eben zu ungebremsten toxischen Effekten kommen kann. Und eben, wenn man nicht von außen mehr Stresshormon, mehr Cortisol zuführt, dann wird diese Glukokortikoidresistenz, die besteht, wird nicht überwunden. Und deswegen sozusagen wirkt das vorhandene Cortisol, was noch von der letzten Tabletteneinnahme sozusagen im Körper ist, wirkt durch diese Resistenz, die sich da entwickelt, immer noch schlechter sozusagen. Und damit rutscht man erst recht dann in diese Spirale, in diesen Teufelskreis, in die Nebennierenkrise. Wie ist jetzt die Nebennierenkrise definiert? Da ist die Definition sozusagen zweiteilig und sie bezieht einerseits Symptome mit ein und andererseits aber auch Laborparameter, was man dann aber zum Beispiel erst in der Klinik sozusagen als Baustein sozusagen diagnostizieren kann. Aber sozusagen zu den klinischen Symptomen gehören eben eine starke Beeinträchtigung des Gesundheitszustands mit mindestens zwei von den folgenden Symptomen, also entweder ein niedriger Blutdruck, Übelkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit, Apathie, also dass man schläfrig wird, dass man nicht mehr adäquat reagiert, Fieber, ein dämmeriger Zustand, Somnolenz bezeichnet man das auch, oder eben bei den Laborveränderungen dann auch ein niedriges Natrium und ein hohes Kalium und eben auch die Unterzuckerungsneigung, die kann auch dazu gehören. Und wie gesagt, wenn zwei dieser Symptome vorliegen, und der Gesundheitszustand stark beeinträchtigt ist, darf man im Prinzip schon von einer Nebennierenkrise sprechen. Und was dann aber sozusagen mehr oder weniger so als Beweis, dass tatsächlich eine Nebennierenkrise vorlag, dann noch hinzugezogen wird, ist, dass sich diese Einschränkung des Gesundheitszustands, dass die sich eben bessert, wenn man hinterher entweder intravenös oder intramuskulär Hydrocortison verabreicht hat und dem Patienten dann wieder gut geht. Also das ist dann mehr oder weniger so der Beweis. Es gibt dann auch noch eine Gradeinteilung, wie schwer eine Nebennierenkrise verläuft. Grad 1 wäre, wenn man das wirklich zu Hause ambulant eben managen würde, was jetzt relativ gewagt ist. Also nachdem man zumindest zu Hause die Therapie eingeleitet hat, sollte man normalerweise immer danach auf jeden Fall auch noch den Arzt aufsuchen. Grad 2 wäre, wenn die Nebennierenkrise stationär auf einer Normalstation gemanagt werden kann. Grad 3 wäre eine stationäre Therapie auf der Intensivstation. Und Grad 4 wäre es, wenn es tatsächlich eben auch zum Tod durch eine Nebennierenkrise kommen würde. Wie oft tritt jetzt sowas auf? Da habe ich Ihnen hier jetzt mal Daten mitgebracht aus Skandinavien und zwar aus Schweden. Die skandinavischen Länder sind dafür bekannt, dass sie sehr gute Register haben, weil da wird praktisch jeder Mensch bei der Geburt mit einer Sozialversicherungsnummer geführt und auch diese Krankenkassendaten immer praktisch verbunden mit der Sozialversicherungsnummer und deswegen gibt es in Skandinavien immer sehr gute Registerdaten und da ist es eben so, dass man hier in dem Jahr 1952 angefangen hat, ein Sterberegister zu führen in Schweden. Und in dieser Auswertung gehen praktisch Menschen ein, die in Schweden zwischen 1952 und 2009 geboren wurden. Und in dieser Zeitspanne gab es 550 Menschen mit einem 21-Hydroxylase-Mangel AGS. Und die hat man sozusagen verglichen mit 55.000 gleichaltrigen und auch gleichgeschlechtlichen Kontrollen und hat dann praktisch die Überlebenswahrscheinlichkeit verglichen. Das ist eine sogenannte Kaplan-Meier-Kurve, wo man praktisch hier sieht, wie ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Hier unten ist das Alter aufgetragen und Sie sehen hier praktisch diese gestrichelte Linie ist die Überlebenswahrscheinlichkeit
der Kontrollpatienten. Und da sehen Sie eben schon, dass das praktisch ab dem Alter von 40 Jahren so dezent abnimmt. Und diese durchgehende Linie zeigt eben die Überlebenswahrscheinlichkeit für die Patienten mit dem AGS. Und wenn man sich das durchschnittliche Todesalter sozusagen aus dieser Kohorte anschaut, dann war das durchschnittliche Todesalter bei den Patienten mit AGS 21,2 Jahre und das der Kontrollen 47,7. Und sozusagen, das war schon signifikant jünger sozusagen, dass die Patienten mit AGS gestorben sind. Und insgesamt sozusagen in dieser Beobachtungsphase gab es eben 23 Todesfälle bei insgesamt 588 AGS-Patienten und 942 Todesfälle bei 58.800. Also Sie sehen hier schon, dass man für die Abbildung hat man weniger Patienten offensichtlich matchen können, weil da sind nur 550 Patienten eingegangen. Und hier sozusagen handelt es sich eben um mehr Patienten. Was noch ganz interessant ist, jetzt zu gucken, woran sind denn die Patienten überhaupt verstorben? Und da sieht man eben, dass bei den AGS-Patienten schon an Top 1 sozusagen die Nebennierenkrisen stehen und erst an zweiter Stelle kommen die kardiovaskulären Erkrankungen, also Schlaganfall, Herzinfarkt, an dritter Stelle dann eben Krebserkrankungen und an vierter Stelle dann Selbstmord. Und bei den Kontrollpatienten stehen an erster Stelle die Krebserkrankungen, an zweiter Stelle die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dann eben an dritter Stelle Unfälle oder eben Selbstmord. Und was man aber einschränkend dazu sagen muss, praktisch, das ist ja hier sehr früh losgegangen sozusagen, man hat 1952 die Patienten angefangen einzuschließen und zu der Zeit gab es noch kein Neugeborenen-Screening auf AGS. Das heißt sozusagen, viele Todesfälle werden hier auch sozusagen auf eine verspätete Diagnosestellung zurückgehen, da eben vor allem Buben mit salzverlierendem AGS ja früher praktisch selten rechtzeitig diagnostiziert wurden und ein deutlich höheres Risiko hatten, in einer Salzverlustkrise dann schon vor Diagnosestellung wirklich zu versterben. Als nächstes habe ich Ihnen mal noch Daten aus Deutschland mitgebracht, wo die Frau Dr. Reisch aus München also die Häufigkeit von Nebennierenkrisen über die ganze Lebensspanne bei Patienten mit 21-Hydroxylase-Mangel AGS untersucht hat. Und es gab da praktisch in dieser Kohorte gab es 67 Patienten, wo ihr wirklich von der Kindheit eben die Patientenakten vorlagen, wo sie wirklich ganz genau nachgucken konnte, wann hat sich da wie oft eine Nebennierenkrise ereignet. Und es dann gab es aber auch noch andere Zentren, die sich beteiligt haben an dieser Studie, wo praktisch die Daten mithilfe eines Fragebogens erhoben worden sind. Und das waren dann 122 Patienten, die da eingegangen sind. Und bei den Patienten, die mit Fragebogen befragt worden sind, da kam praktisch raus, dass 70 von 122 Patienten schon mal eine Nebennierenkrise hatten. Bei den Patienten, wo man die Akten genau studieren konnte, waren es 39 von 67 Patienten. Und Sie sehen hier in Klammern sind praktisch die prozentualen Anteile angegeben, sodass das knapp unter 60% in beiden Gruppen letzten Endes waren. Und insgesamt sind eben in dieser Studie 257 Nebennierenkrisen in insgesamt 4.456 Patientenjahren aufgetreten. Das bedeutet dann sozusagen 5,8 Nebennierenkrisen in 100 Patientenjahren. Das ist immer sozusagen so, wie man die Häufigkeit von solchen Komplikationen angibt. Und was aber dann noch ganz interessant ist, also 57% der Patienten hatten eben mindestens eine Nebennierenkrise. Davon aber wiederum hatten doch ein großer Anteil, 61% mehr als eine Nebennierenkrise und davon wiederum auch fast 50% vier oder mehr Nebennierenkrisen. Also das heißt sozusagen, es sind schon dann immer wieder dieselben Patienten, die offensichtlich gefährdet sind und umso wichtiger ist es sozusagen nach der ersten Nebennierenkrise einfach nochmal sich gut zu informieren, sich gut schulen zu lassen oder auch gut geschult zu werden von seinem Arzt.
Wenn man dann noch geschaut hat, sozusagen, wer ist stärker gefährdet für eine Nebennierenkrise, die Patienten mit dem salzverlierenden AGS oder die mit dem einfach virilisierenden AGS, also ohne Salzverlust, dann sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Also wenn man sich nur die Patienten angeschaut hat mit salzverlierendem AGS, dann gab es 8,8 Nebennierenkrisen in 100 Patientenjahren. Und wenn man nur die Patienten angeschaut hat mit einfach virilisierendem AGS, dann waren es nur 2,5 Nebennierenkrisen pro 100 Patientenjahren. Hier sehen Sie jetzt eine Abbildung sozusagen, in welchem Alter diese Nebennierenkrisen besonders häufig auftreten. Und diese erste Abbildung zeigt jetzt auch praktisch die Nebennierenkrisen inklusive der Krisen bei Erstdiagnose. Auch hier in dieser Studie sind wieder Patienten eben mit drin, die noch vor Einführung des Neugeborenen-Screenings klinisch diagnostiziert wurden. Und da ist natürlich auch ein großer Teil dabei an Kindern, die eben bei der Erstdiagnose eine Salzverlustkrise hatten. Und Sie sehen aber insgesamt, es gibt so einen ersten Häufigkeitsgipfel wirklich im Alter bis zu 10 Jahren. Dann sinkt es wirklich relativ deutlich ab. Und dann gibt es aber nochmal so einen zweiten Häufigkeitsgipfel im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, was man auch so die Rush-Hour des Lebens nennt, weil da geht es halt eben so um Berufsfindung, Familiengründung und so weiter, wo man halt eben auch mit einer chronischen Erkrankung sozusagen nicht primär mit der Erkrankung dann so beschäftigt ist, sondern wo andere Dinge im Leben einfach wichtig sind. Und auf der anderen Seite ist das aber, denke ich, auch so eine ganz wichtige Take-Home-Message, dass man einfach weiß, okay, gerade so im Alter bis 10 Jahren muss man wirklich gut aufpassen. Und dann aber auch, wenn man denkt, die Pubertät ist eigentlich vorbei, man wähnt sich in so einer gewissen Sicherheit, dass dann aber auch nochmal zwischen 20 und 25 Jahren offensichtlich nochmal ein relativ gefährliches Alter ist. Hier sehen Sie nochmal dieselbe Kurve mehr oder weniger, aber ohne die Krisen bei der Erstdiagnose. Und da sehen Sie, dass dieser Gipfel in den ersten Lebensjahren deutlich niedriger ist als in der Abbildung davor. Aber auch hier sehen Sie wieder diesen zweiten Gipfel sozusagen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Ja, was sind jetzt die typischen Trigger für so eine Nebennierenkrise? Also wann rutscht man in eine Nebennierenkrise? Und hier mal sozusagen der Häufigkeit nach herausgegriffen, Mittelohrentzündungen mit Fieber einhergehend, dann Harnwegsinfektionen, fieberhafte Infekte ohne jetzt einen konkreten Fokus, Atemwegsinfekte und aber am allerhäufigsten eben die Magen-Darm-Infektionen, die Gastroenteritis. Und das kann man sich halt eben auch klinisch sehr gut erklären, weil da habe ich sozusagen einmal den Stress durch die Erkrankung. Plus, ich habe auch noch das Problem, wenn ich Durchfall und Erbrechen habe, dass ich auch noch die Medikamente einfach schlechter resorbiere. Ja, also ich habe sozusagen dann Schwierigkeiten, dann auch eine Hydrokortison-Stressdosis zu verabreichen. Deswegen ist wirklich der Magen-Darm-Infekt durchaus nicht ganz zu unterschätzen und im Zweifelsfall die heikelste und gefährlichste fieberhafte Infektion. Was sind so die typischen Symptome? Das wiederholt auch nochmal so ein bisschen die Symptome der Definition, also Blässe, Somnolenz, Schläfrigkeit, dass man appetitlos ist, auch Bauchschmerzen, Erbrechen kann auch dazugehören, Müdigkeit, Durchfall, Dehydratation, also Flüssigkeitsverlust, Fieber und eben Übelkeit, Erbrechen am allerhäufigsten. Und das ist halt eben auch immer wichtig daran zu denken, gerade auch, sage ich jetzt mal, bei Jugendlichen, auch nach Alkoholkonsum, wenn es mal zu Übelkeit, Erbrechen kommt, dass man da halt eben auch zumindest in der differentialdiagnostischen Überlegung hat, kann das denn auch eine beginnende Nebennierenkrise sein oder ist das jetzt nur auf den Alkoholkonsum zurückzuführen? Dann, was finden wir im Labor? Da halt eben auch ganz typisch die häufigsten Veränderungen, eben das erniedrigte Natrium, das erhöhte Kalium und eben die sogenannte metabolische Azidose. Dann hier ist nochmal dargestellt die Altersabhängigkeit der verschiedenen Trigger einer Nebennierenkrise. Und da kann man eigentlich sagen, dass praktisch bis auf die Harnwegsinfektionen, die spielen im älteren Alter offensichtlich keine so große Rolle mehr für das Triggern einer Nebennierenkrise. Alle anderen Infektionen auch noch bis in ein relativ hohes Alter hinein sozusagen eine signifikante Rolle spielen.
auch wieder die Magen-Darm-Infekte und generell einfach Infekte mit Fieber und auch respiratorische Infekte. Als nächstes möchte ich Ihnen auch noch ganz wertvolle Daten vorstellen aus Bayern. Dort gibt es so eine Langzeitstudie, praktisch das Neugeborenen-Screening auf AGS in Bayern begleitet. In Bayern ist damals 1999 mit dem AGS-Screening begonnen worden. Und da werden die Patienten regelmäßig angeschrieben und es werden von den Eltern über die Jahre regelmäßig eben Angaben gesammelt. Und wenn es eben auch tatsächlich zu stationären Aufenthalten gekommen ist, dann werden dort auch von der Behörde mit Einverständnis der Eltern dann auch Arztberichte angefordert, sodass man sozusagen da Komplikationen auch sehr gut eben auswerten und erfassen kann. Und da gibt es eben eine Studie von der Frau Odenwald, wo 102 Kinder mit AGS aus dem Bayerischen Neugeborenen-Screening eben bis zum Alter von 6 Jahren nachbeobachtet wurden. Und da kann man schon sagen, da sehen die Daten relativ erfreulich eigentlich aus. Also 74 Kinder von diesen 102 Kindern hatten keine Komplikation. Das sind fast 3/4 der Kinder. 28 Kinder hatten schon insgesamt in den ersten 6 Lebensjahren 22 Salzverlustkrisen. Und was relativ erstaunlich war, dass doch eben relativ viele Hypoglykämien, also Unterzuckerungen, vorgekommen sind, insgesamt 16 Stück. Und praktisch Kinder mit Komplikationen waren circa 1/4 eben der Kohorte. Wenn man die Anzahl der Nebennierenkrise auf die Patientenjahre hochrechnet, dann kommen wir da auf ähnliche Zahlen, wie sie auch die Frau Reisch in ihrer Studie gefunden hat. Also da sind wir bei 6,5 pro 100 Patientenjahren. Und auch hier in dieser Auswertung sieht man eben, dass akute Infektionserkrankungen und vor allem eben der Magen-Darm-Infekt und die Atemwegsinfekte sind die gefährlichsten oder die häufigsten Triggerinfektionen. Was hier noch eben ganz interessant war, Hypoglykämien sind zum Teil auch in dieser Kohorte unerwartet und manchmal auch ohne Infekte beobachtet worden, wo Kinder zum Teil, zum Beispiel vor allem morgens nach dem Aufwachen, ein bisschen verlangsamt wirken, eine schwitzige Oberlippe hatten, und sich dann aber dieser Zustand deutlich gebessert hat, nachdem man den Kindern zum Beispiel ein Glas Orangensaft zum Trinken gegeben hat. Und insgesamt gab es eben auch 6 Kinder, die, ohne dass sie eine Nebennierenkrise hatten, tatsächlich auch einen Krampfanfall bei einer Hypoglykämie hatten. Und das ist sozusagen durchaus auch noch eine Beobachtung, die noch relativ neu war, muss man sagen. Hier ist es nochmal dargestellt, sozusagen, wie viele Ereignisse von Nebennierenkrisen und Unterzuckerungen bei Kindern mit AGS sind in welchem Lebensjahr aufgetreten. Und da sieht man praktisch, 5 Kinder hatten im ersten Lebensjahr eine reine Salzverlustkrise. Im zweiten Lebensjahr gab es 2 Kinder mit einer reinen Salzverlustkrise. Es gab 2 Kinder, die eben kombiniert eine Salzverlustkrise mit einer Unterzuckerung hatten. Und es gab eben letzten Endes 6 Kinder, die isoliert eine Unterzuckerung hatten. Dann im dritten Lebensjahr gab es 3 Kinder, die nur eine Salzverlustkrise hatten, 3 Kinder, die eine Salzverlustkrise und eine Unterzuckerung hatten und auch wieder 6 Kinder, die eben eine isolierte Unterzuckerung hatten. Im vierten Lebensjahr waren es 2 Kinder mit einer Salzverlustkrise, ein Kind mit einer kombinierten Salzverlustkrise und einer Unterzuckerung. Und dann noch 4 Kinder mit einer Unterzuckerung. Und ab dem 5. Lebensjahr wurden keine Unterzuckerungen mehr beobachtet, sondern nur noch im 5. Lebensjahr eine Salzverlustkrise und im 6. Lebensjahr eben 2 Salzverlustkrisen und eine Salzverlustkrise eben mit einer Unterzuckerung. Als nächstes habe ich Ihnen hier noch eine japanische Studie mitgebracht, wo man bei 9 Patienten im Alter von 7 Monaten bis 24 Jahren mit unterschiedlichen Diagnosen Nebennierenkrisen untersucht hat.
Hier muss man sagen, 9 Patienten sind eine vergleichsweise geringe Fallzahl, aber ist vielleicht auch für die Patienten jetzt ganz interessant, die von Seiten des Hypophysennetzwerks jetzt mit eingeloggt sind, weil hier ist eben als Nebenniereninsuffizienz nicht nur das AGS vertreten, sondern eben auch sekundäre Nebenniereninsuffizienzen, zum Beispiel bei einer sogenannten septooptischen Dysplasie oder einem anderen kombinierten Hypophysenhormonausfall. Und da hat man eben bei diesen 9 Patienten 24 Nebennierenkrisen beobachtet. Und da ist noch ganz interessant zu sehen, dass praktisch in 11 Fällen, fast in der Hälfte der Fälle, wurde eine Glukokortikoid, also eine Hydrokortison-Stressdosis verabreicht. Und trotzdem ist es noch zu einer Nebennierenkrise gekommen. Und bei auch knapp der Hälfte der Nebennierenkrisen hat man beobachtet, dass sich der klinische Zustand sehr rapide innerhalb von 3 Stunden noch weiter verschlechtert hat. Und praktisch bei der Hälfte von diesen 10 Krisen, die sich sehr rasch verschlechtert haben, ist auch tatsächlich eine Glukokortikoid-Stressdosis gegeben worden. Und trotzdem ist es zu dieser Verschlechterung gekommen. Also es scheint da wirklich schon auch sozusagen so einen Punkt zu geben, wo man einfach dann hinterherläuft, wie man das sonst zum Beispiel vergleichsweise auch bei einer Bakteriämie, bei einer Sepsis sozusagen sonst auch aus der Intensivmedizin eben auch kennt. Bei circa einem Viertel der Kinder gab es eben auch Krisen, in denen auch eine Unterzuckerung aufgetreten war. Und auch hier in dieser japanischen Studie ist die Beobachtung, dass das vor allem bei sehr jungen Kindern, also unter dem Alter von 5 Jahren eben war. Und praktisch bei der Hälfte von den Krisen mit der Unterzuckerung ist es zu einer raschen Verschlechterung gekommen, auch trotz der Stressdosis, sodass man schon auch postulieren kann, dass eben auch die Unterzuckerung eher ein ziemliches Alarmsymptom eben auch nochmal sein kann. Und diese Studie zeigt halt auch, wenn sie jetzt nur bei relativ wenigen Patienten durchgeführt worden ist, dass nicht in allen Fällen auch die Glukokortikoid-Stressdosis die Verschlechterung einer Nebennierenkrise aufhalten kann. Und auf der anderen Seite zeigt es eben, dass vor allem bei jungen Kindern eben auch die Nebennierenkrise mit einer Unterzuckerung assoziiert sein kann. Jetzt kommt ein Thema, wo einem erstmal so ein bisschen der Atem stockt, aber ich kann Sie beruhigen, sozusagen. Die Endergebnisse, die ich Ihnen zeigen kann, sind recht ermutigend. Und zwar handelt es sich hier um eine deutsche Studie, wo man eine Umfrage bei den deutschen Kinderendokrinologen gemacht hat, wo man eben erfasst hat, wie viele Todesfälle gibt es bei AGS, und zwar im Zeitraum von 1973 bis 2004. Und da gab es in ganz Deutschland 14 Todesfälle. Und die Kinder sind im Alter zwischen 6 Wochen und 16,5 Jahren verstorben. 11 Kinder davon hatten ein salzverlierendes AGS. 3 Kinder hatten ein einfach virilisierendes AGS ohne Salzverlust. Und 7 Kinder sind verstorben vor der Einführung des Neugeborenen-Screenings und 7 Kinder danach. 5 Kinder hatten eben auch Unterzuckerungen und Krampfanfälle. Und die Hälfte der Kinder verstarb zu Hause, die Hälfte in der Klinik. Aber hier muss man sagen, in dieser Kohorte sozusagen in nur 2 Fällen ist eine Hydrokortison-Stressdosis tatsächlich auch verabreicht worden. Und die Ursache für diese schlimmen Verläufe der Nebennierenkrise waren hauptsächlich fieberhafte Infektionen mit Erbrechen, wie wir das auch aus den Vorstudien schon immer jetzt mehrfach gehört haben. Aber die ganz, ganz gute Nachricht ist eben, dass nach 2005 bis jetzt keine weiteren Todesfälle bei Kindern mit AGS mehr aufgetreten sind, wo man eben das dem zuschreibt, sozusagen, dass die Patienten halt zunehmend gut geschult werden. Wir haben das Neugeborenen-Screening, wo praktisch keine Kinder mehr im Rahmen einer Salzverlustkrise vor Diagnosestellung versterben sollten. Und sozusagen, man hat halt eben auch aufgrund dieser Vorerfahrungen mittlerweile viel mehr Wert gelegt auf Patientenschulungen, die Selbsthilfe ist immer besser organisiert und aktiv geworden. Und das ist wirklich ein großer Verdienst, sage ich jetzt mal, sowohl von der Selbsthilfe als auch eben ja von moderneren medizinischen Behandlungskonzepten, dass man nicht mehr so direktiv von oben herab sozusagen den Patienten die Therapie vorgibt, sondern dass man eigentlich auf Augenhöhe kommunizieren möchte und dass man auch möchte, dass der Patient und die Eltern gut informiert sind und sich praktisch mehr oder weniger fast genauso gut mit der
Erkrankung und der Therapie auskennen, wie wir als Ärzte. Und wie gesagt, ich denke, das ist ganz, ganz ermutigend, dass da jetzt eben seit 2005 keine Todesfälle mehr aufgetreten sind. Hier habe ich noch eine ganz, finde ich, spannende Studie aus der Erwachsenenendokrinologie mitgebracht von der Frau Hahner aus Würzburg. Und da habe ich so den Titel drüber geschrieben, Notfalltherapie der Nebennierenkrise, Wunsch und Realität. Und zwar hat man da praktisch untersucht, wie lange ist denn in der Realität die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo ein Patient in der Klinik oder bei seinem betreuenden Endokrinologen anruft und sagt, ich glaube, ich habe eine Nebennierenkrise, ich glaube, mein Kind hat eine Nebennierenkrise, und wie lange braucht die Familie dann oder der Patient dann, bis er im Krankenhaus ist. Und sozusagen nach Expertenmeinung hat man gesagt, ideal wäre, wenn die Patienten innerhalb von 45 Minuten nach einem solchen Anruf in der Klinik sind, und das, was man sozusagen maximal tolerieren würde, wären 1,5 Stunden. Und dann hat man das sozusagen in einer Studie untersucht und hat praktisch herausgefunden, dass im Median die Patienten das schaffen, nach 20 Minuten schon da zu sein. Also die schaffen auf jeden Fall diese ideale Zeitvorgabe zu 86%. Also die Patienten sind super fix, sind super schnell, egal ob sie selber gekommen sind oder ob der Rettungsdienst verständigt worden ist. Und auch immerhin 92% der Patienten haben diese Zeitvorgabe von 90 Minuten geschafft. Also da kann man echt sagen, die Patienten sind tipptopp und erfüllen wirklich zu hohen Graden diese Vorgaben, die die Experten aufgestellt haben. Und jetzt kommen wir dann aber eher zu einem etwas beschämenden Punkt für die Medizin sozusagen. Und zwar die zweite Frage, die man da untersucht hat, war, wenn der Patient dann tatsächlich in der Klinik ankommt, er zeigt seinen Notfallausweis vor, und wie lange dauert es dann, bis er seine Hydrokortison-Notfallinjektion bekommt, sei es intravenös oder sei es intramuskulär. Und da hat man eben gesagt, oder haben die Experten gesagt, so, naja, idealerweise sollte das innerhalb der ersten 15 Minuten, wenn der Patient seine Karte vorzeigt, erfolgen. Gerade noch tolerieren würden wir 30 Minuten. Dieses Tolerieren von 30 Minuten, das wurde im Median geschafft, aber bei knapp nur der Hälfte der Patienten. Aber diese Zeitvorgabe mit unter 30 Minuten hat man gerade bei ein bisschen mehr als der Hälfte der Patienten geschafft. Und das zeigt einfach, wie träge der Apparat Krankenhaus ist, wie abhängig das auch letzten Endes davon ist, welche Schwester hat da Dienst, welcher Arzt hat Dienst sozusagen, schaltet der schnell genug, wie gefährlich eine Nebennierenkrise ist und leitet auch zügig genug letzten Endes die Notfalltherapie ein. Und das ist auf der anderen Seite, finde ich, jetzt auch nochmal eine ganz große Motivation, zum nächsten Punkt zu kommen, zu dieser Patientenschulung zur Hydrokortison-Selbstinjektion. Weil das kann ich Ihnen sagen, das nimmt für alle Beteiligten, vor allem für Sie selber als Eltern oder auch als Patienten, so viel Stress in so einer Notfallsituation heraus, dass wenn Sie selber schon zu Hause das Hydrokortison gespritzt haben und wenn Sie dann sozusagen sich auf den Weg in die Klinik machen und dort müssen Sie dann irgendwie aus unerfindlichen Gründen noch warten, dann wissen Sie schon mal, die Notfallmedikation ist im Körper, die fängt an zu wirken sozusagen. Das Wichtigste habe ich schon mal verabreicht. Und das nimmt einem wirklich ganz viel zusätzlichen Stress noch ab. Und deswegen ist das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der halt eben auch, wenn man mal wieder Face-to-Face-Zusammenkünfte durchführen kann, dann eben auch in der Praxis wirklich geübt werden sollte. Und da gibt es eben so eine relativ bedienungsfreundliche Notfallampulle von diesem Solo-Quartef. Da ist praktisch hier oben eine Flüssigkeit drin, das Lösungsmittel, das ist einfach Aqua für Injektionszwecke. Hier unten ist das Medikament als Pulver drin, dazwischen ist so ein Gummistopfen. Und praktisch, wenn man das benutzt, dann drückt man, wie man es hier in dieser Abbildung sieht, einfach diesen Deckel oben runter. Dann ploppt der Gummistopfen sozusagen runter in das Pulver und aber auch die Flüssigkeit fließt runter in das Pulver. Dann kann man die Ampulle so hin und her schwenken, dass sich das Pulver auflöst. Und dann im Anschluss kann man oben hier noch diese Plastikschutzkappe einfach mit dem Fingernagel entfernen. Und so wie man das hier eben auch sieht, da wird das gerade entfernt,
Danach kann man das auch, wenn man es berührt hat, auch noch desinfizieren. Aber wenn man das noch nicht mal berührt hat, dann muss man auch das gar nicht desinfizieren, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann kann man das Medikament eben aufziehen in die Spritze und anschließend eben spritzen. Und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt, wo man dann fragt, wohin spritzen wir das? Und da ist die offizielle Empfehlung und die einzige Zulassung, die es eigentlich gibt, in den Muskel. Und da schrecken ganz viele zurück sozusagen und sagen, oh, da habe ich Hemmungen, da kann ich ja was verletzen. Wobei man eben sagen muss, eigentlich in einer Notfallsituation kann man nie wirklich was falsch machen, sondern im Zweifelsfall retten Sie Ihrem Kind oder dem Angehörigen das Leben. Und da gibt es aber eben jetzt auch eine ganz interessante Alternative, die zwar off-label ist, aber es gibt immerhin auch eine Studie dazu, und zwar auch wieder von der Frau Hahner aus Würzburg. Und die hat eben untersucht, was passiert denn, wenn ich das Hydrocortison anstatt in den Muskel zu spritzen, was viele eben halt sehr viel Überwindung kostet, wenn ich das einfach ins Unterhautfettgewebe spritze, so wie viele das ja kennen, wenn man sich so eine Thromboseprophylaxe-Spritze geben muss oder wenn sich Diabetiker Insulin spritzen, das spritzt man ja eben auch einfach nur ins Unterhautfettgewebe. Und da haben eben die Kollegen aus Würzburg eine Studie gemacht bei 12 Erwachsenen mit einer primären Nebenniereninsuffizienz und haben dann untersucht, wie lange dauert das denn dann, bis ich wirklich eine gute Stresskonzentration von Cortisol im Blut dann erreiche. Und sozusagen definiert war eine gute Stresskonzentration im Blut als größer 36 Mikrogramm pro Deziliter. Nur um Ihnen mal einen Anhalt zu geben, generell spricht man von einem Cortisol im Stressbereich, wenn das größer 18 oder 20 Mikrogramm pro Deziliter ist. Also da ist man hier schon wirklich in einem sehr guten Bereich, wenn man von diesen 36 Mikrogramm pro Deziliter spricht. Und da wurden eben den Patienten einmal diese Notfallampulle einmal subkutan und einmal intramuskulär gespritzt und hat dann eben untersucht, sozusagen, wie schnell flutet das an. Und da sieht man, dass schon praktisch diese maximale Konzentration, die dann aber auch hier in so einem Bereich von 90 Mikrogramm pro Deziliter liegt, das dauert praktisch 30 Minuten länger, wenn man das ins Unterhautfettgewebe spritzt, als wenn man es in den Muskel spritzt. Aber diese kritische Marke, und die ist hier dargestellt mit dieser gestrichelten Linie, da habe ich eigentlich nur eine Zeitverzögerung von 11 Minuten. Und das ist eigentlich gar nicht mehr so groß der Unterschied, wenn ich das vor allem damit vergleiche, sozusagen, welch großen Vorteil ich sozusagen habe, wenn ich schon selber das Hydrocortison subkutan gespritzt habe, als wenn ich sonst warten muss, bis der Notarzt oder bis der Rettungsdienst da ist, den ich dann auch noch davon überhaupt überzeugen muss, dass er das Glukokortikoid überhaupt jetzt mal entweder IV oder in den Muskel verabreicht. Also den Zeitvorteil habe ich mit der Subkutanapplikation dann schon wieder raus sozusagen. Und nicht überraschend haben sozusagen 11 von 12 Patienten die subkutane Applikation auch deutlich angenehmer gefunden, sodass man eben hieraus schlussfolgern kann, dass eben generell die parenterale, also das heißt sozusagen die subkutane oder die intramuskuläre oder auch intravenöse Hydrocortison-Injektion kann eben die Sterblichkeit einer Nebenniereninsuffizienz reduzieren. Und auch wenn die IM-Injektion 11 Minuten schneller wirkt, ist die Resorptionsgeschwindigkeit nach der Injektion ins Unterhautfettgewebe für eine Notfalltherapie aber eigentlich völlig ausreichend und wird eben besser akzeptiert. Und damit eben habe ich insgesamt sogar möglicherweise auch eine frühzeitigere Applikation eben bei einer beginnenden oder drohenden Nebennierenkrise. Und teilweise wird das im Erwachsenenbereich tatsächlich auch schon so empfohlen, auch wenn es offiziell für das Medikament keine Zulassung für die subkutane Gabe gibt. Aber sozusagen, gerade in der Pädiatrie muss man auch sagen, verwenden wir viele Medikamente, ohne dass sie explizit zum Beispiel für Kinder zugelassen sind. Von daher ist das für uns Kinderärzte ja auch etwas relativ Gewohntes sozusagen. Dann kommen wir zu dem, was für Sie auch zu Hause wahrscheinlich am häufigsten relevant ist. Und zwar, wie gebe ich die orale Hydrocortison-Stressdosis?
Und das ist eine Tabelle, die haben wir für Österreich sozusagen gemeinsam mit dem Dr. Riedl aus Wien und mit dem Dr. Capellari aus Innsbruck erstellt. Also da haben wir uns sozusagen zu dritt drauf geeinigt, wie man mit der Hydrocortison-Stressdosis vorgehen soll. Und da haben wir sozusagen gesagt, bei einer Temperatur über 38,0 Grad Celsius würden wir empfehlen, die Hydrocortison-Dosis zu verzweifachen und weiterhin wie bisher das Hydrocortison oder diese verdoppelte Dosis in drei Intervallen am Tag, also alle 8 Stunden zu verabreichen. Und das Gleiche gilt auch jetzt für eine leichte Erkrankung, dass man dann halt eben einfach sagen würde, okay, leichte Erkrankung, leichter Infekt, wir verdoppeln mal nur. Wenn die Temperatur dann schon über 38,5 ansteigt, dann muss man es so ein bisschen abhängig machen vom Allgemeinzustand des Kindes. Da würden wir empfehlen, dass man die 3- bis 4-fache Dosis gibt, also die Tagesdosis mal 3 mal 4 und dann aber auch die Frequenz der Gabe erhöhen. Also sprich, wenn ich die Tagesdosis verdreifache oder vervierfache, dass ich dann praktisch diese Dosis, die dann rauskommt, geteilt durch 4 teile und dann halt wirklich alle 6 Stunden das auch verabreiche, weil das Hydrocortison hat halt selber eine relativ kurze Halbwertszeit und das erscheint dann sicherer sozusagen, wenn man es dann im Zweifelsfall in so einer Situation auch häufiger gibt. Ich bringe auch gleich noch Beispiele dafür, wie man das dann praktisch umrechnen und anwenden kann. Dann bei einer Temperatur über 39 Grad Celsius oder eine schwere Erkrankung, angenommen schweres Trauma, offene Fraktur oder sowas, da würde man auf jeden Fall empfehlen, die 4- bis 5-fache Dosis zu verabreichen. Und da würden wir das Zeitintervall sogar reduzieren auf alle 4 Stunden. Also das heißt, da würde man die Tagesdosis, die man vervierfacht, verfünffacht, auf 6 Gaben dann aufteilen. Und da würde man auch auf jeden Fall empfehlen, dass man ärztlichen Kontakt aufnimmt und mal schaut, wie geht's denn dem Patienten wirklich. Ein Sonderfall ist noch das Erbrechen. Wie gesagt, die Gastroenteritis ist eh gefürchtet sozusagen, weil der gefährlichste und häufigste Trigger für die Nebennierenkrise. Da ist es eben so, wenn das Medikament erbrochen wird, dann sollte man halt die orale Gabe wiederholen. Oder aber eben, wenn kein Durchfall vorliegt, dann kann man sich auch mit Prednison-Zäpfchen über Wasser halten, oder eben auch die Notfallspritze verabreichen. Aber praktisch, wenn man die Notfallspritze verabreicht oder auch das Prednison-Zäpfchen gibt, im Zweifelsfall sollte man zumindest mal noch telefonisch ärztliche Rücksprache halten oder aber nach der Notfallspritze auch auf jeden Fall eine ärztliche Vorstellung vornehmen. Noch am Rande erwähnt, das Fludrocortison, spielt keine Rolle sozusagen bei der Notfalltherapie, bei der Stressdosis. Da geht die Dosis unverändert weiter. Eine andere Frage, die sich vor allem bei kleineren Kindern auch immer wieder stellt, wie geht man vor, wenn die Medikamente erbrochen werden? Und da muss man sagen, diese Empfehlungen, die wir da gegeben haben, die sind jetzt eher so basieren auf Erfahrungswerten. Da gibt es eben leider keine Studien dazu, aber man muss ja, finde ich, irgendeine Richtlinie haben, die man auch den Eltern einfach geben kann. Und da ist unsere Empfehlung eben so, dass wir sagen, wenn erbrochen wird, 0 bis 15 Minuten nach der oralen Hydrocortisongabe, dann würde man dieselbe Dosis nochmal erneut verabreichen. Wenn man zwischen 15 und 30 Minuten nach der oralen Hydrocortisongabe erbricht, dann würde man die halbe Dosis erneut verabreichen. Wenn man erst 30 Minuten nach der letzten Gabe sozusagen erbricht, dann ist es großteils die Dosis eben resorbiert worden und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man nicht nochmal die Gabe wiederholen muss. Und das andere eben, woran man immer denken sollte, bei Erbrechen auch an die Gabe von Prednison-Zäpfchen denken. Da gibt es eben den Fallstrick im Sommer. Wenn die Temperatur bei 25 Grad ansteigt, dann schmelzen die Zäpfchen, da muss man sie unbedingt gekühlt aufheben. In Deutschland gibt es auch noch diese Klysmakort-Zäpfchen, die sind nicht so temperaturempfindlich, weil die haben so eine so halbwegs stabile Hülle, wo dann so eine Flüssigkeit drin ist. Aber sozusagen die klassischen Zäpfchen, auch die, die wir hier sozusagen in Österreich dann magistral rezeptieren können, die muss man gekühlt aufheben, weil sonst bei wärmeren Temperaturen reißt man das auf und hat nur noch Schmiere in der Hand und das kann man sozusagen nicht mehr verabreichen. Im Zweifelsfall gilt immer die höhere Hydrocortison-Dosis wählen. Also wenn Sie schwanken sozusagen, ja, soll ich verzweifache Dosis, dreifache Dosis oder dreifache oder vierfache Dosis, im Zweifelsfall die höhere Dosis wählen. Wenn Sie das einzelne Tage machen,
sozusagen passiert nichts Schlimmes. Wenn Sie das natürlich über Wochen und über Monate machen, dann hört Ihr Kind irgendwann auf zu wachsen und wird dick sozusagen und kriegt die typischen Nebenwirkungen einer Hydrokortison-Überdosierung. Aber wenn das nur mal einzelne Tage sind, dann wird es da keine Nebenwirkungen geben. Jetzt habe ich eben schon gesagt, ich will auch mal noch so ein Beispiel für eine Stressdosis geben. Wenn wir jetzt hier mal davon ausgehen, ein Patient hat eine Hydrokortisondosis von 5, 2,5, 2,5 Milligramm, dann sozusagen, wenn ich jetzt nur verdopple, das ist natürlich das Einfachste, dann kann ich 10, 5, 5 geben und halt eben auch in diesen 8-stündigen Abständen. Wenn ich jetzt eben die Dosis verdreifachen möchte und ich gehe wieder davon aus, sozusagen, ich habe als Normaldosis 5, 2,5, 2,5, dann habe ich eben 10 Milligramm Hydrokortison-Gesamttagesdosis. Die verdreifache ich, dann komme ich auf 30 Milligramm Hydrokortison-Tagesdosis und dann gebe ich das alle 6 Stunden. Also das heißt, ich teile es auf 4 Einzelgaben auf und dann komme ich eben, wenn ich 30 durch 4 dividiere, komme ich auf 4 mal 7,5 Milligramm. Das wäre dann sozusagen in dem Fall die Stressdosis. Wenn ich die Dosis vervierfachen möchte, dann haben wir nach der vorhergehenden Tabelle die Gabe dann wirklich auf alle 4 Stunden, also 6 Mal am Tag sozusagen erhöht. Und wenn ich da die Tagesdosis, die 10 Milligramm, eben mal 10, mal 4 rechne, dann bin ich bei 40 Milligramm. Rein rechnerisch käme ich dann auf 6 mal 6,7 Milligramm. Und da würde man dann halt einfach aufrunden. Ja? Würde man dann halt einfach sagen, okay, gebe ich 6 mal 7,5 Milligramm. Und dann zum Schluss noch sozusagen, wenn ich die fünffache Dosis gebe, dann sind wir auch wieder bei dem Intervall sozusagen alle 4 Stunden, also die gesteigerte Tagesdosis eben auf 6 Einzelgaben. Dann komme ich auf 5 mal 10, 50 Milligramm. Das dividiert durch 6, komme ich dann auf 8,3 und da würde man dann zum Beispiel auf 10 Milligramm dann eben aufrunden, würde man 6 mal 10 Milligramm geben. Nur mal eben so als Beispiel, wie man das dann berechnen würde. Ganz kurz noch, das ist für Sie ja weniger relevant sozusagen, aber nur, dass das mal auch noch am Rande erwähnt ist. Wie ist das, wenn der Notarzt kommt oder wenn die Notfalltherapie in der Klinik intravenös gegeben wird? Sozusagen, da ist immer die Standarddosis wirklich in jedem Lebensalter vom Säugling bis zum 100-Jährigen, dass man zwischen 100 bis 200 Milligramm pro Quadratmeter Körperoberfläche Hydrokortison gibt. Und das halt eben bevorzugt intravenös, weil man keinen intravenösen Zugang hinbekommt, dann kann man das auch schon mal IM geben. Wenn man eben einen intravenösen Zugang hat, dann sollte man unbedingt eben auch eine Kochsalzinfusion anhängen. Und sozusagen nach dieser Notfalltherapie würde man dann dieselbe Dosis eben nochmal als Dauerinfusion auch über 24 Stunden dann anhängen. Und man kann das aber auch sozusagen als Bolusgabe theoretisch dann auch durchführen. Und für Kinder gilt praktisch für diese IV-Stressdosis, wenn man das jetzt nicht pro Quadratmeter Körperoberfläche ausrechnen möchte, dass man so als Daumenregel sagen kann, bei unter Einjährigen braucht man dann 25 Milligramm Hydrokortison, bei 1- bis 6-Jährigen braucht man 50 Milligramm und bei über 6-Jährigen braucht man eben die 100 Milligramm. Für die intravenöse Gabe gibt es kein Mineralokortikoid, also praktisch das Fludrokortison, das Astonin H gibt es nicht als IV-Präparat. Aber sozusagen, wenn man Hydrokortison in so hohen Dosen intravenös verabreicht, hat das auch noch so eine mineralokortikoide Wirkung, sodass man dann im Prinzip auf ein zusätzliches Mineralokortikoid verzichten kann, wenn der Patient in der Lage ist, das Fludrokortison noch oral zu nehmen, dann kann man ihm das schon zusätzlich auch noch oral geben. An der Stelle möchte ich auch nochmal auf den europäischen Cortisolmangel-Notfallausweis hinweisen, der hier abgebildet ist. Den gibt es eben für Kinder und für Erwachsene. Und der ist wirklich in der ganzen EU mittlerweile etabliert. Da gibt es dann immer sozusagen eine Seite in Landessprache und eine Seite eben auf Englisch. Und dieses Modell ist eben von der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und Diabetologie ausgegeben worden, wo eben diese Notfalldosen draufstehen und wo auch nochmal der Verweis draufsteht, dass man eben auch ein Prednisonzäpfchen zu 100 Milligramm auch geben kann, gerade wenn man bei kleineren Kindern jetzt zum Beispiel erstmal in der Notfallsituation vielleicht nicht so schnell einen Zugang hinbekommt. Gut.
Dann zu dem Punkt Operationen, Narkosen. Da ist mir sozusagen als wichtigste Take-Home-Message für Sie, am wichtigsten ist wirklich das Narkosevorgespräch mit dem Narkosearzt, weil der Narkosearzt, der ist wirklich während einer Operation zuständig für die Medikamentengabe und der muss sozusagen wissen, dass er es mit einem Patienten mit einer Nebenniereninsuffizienz zu tun hat. Und leider muss man sagen, ist es blöderweise so organisiert, dass immer das Narkosevorgespräch ein Anästhesist führt, der in der Mehrzahl der Fälle nie dann selber die Narkose durchführt, sondern der führt halt so ein Vorprotokoll aus und der trägt das schon so ein. Aber es ist schon wirklich immer noch mal gut, wenn man entweder selber dann noch mal fragt, ja, aber welcher Narkosearzt wird denn dann die Narkose tatsächlich durchführen und dass man halt dann auch die Stationsärzte noch mal bittet, wirklich noch mal gut darauf hinzuweisen, dass diese wichtige Information, dass halt eben diese Hydrocortison-Stressdosis laufen muss während der Operation, dass diese Information gut kommuniziert wird. Und da ist das wieder dieselbe Dosis sozusagen. Also da gibt man auch wieder diese 100 Milligramm pro Quadratmeter Hydrocortison, die man einmal als Kurzinfusion 30 bis 60 Minuten vor der OP noch auf der Station im Normalfall dann gibt und im Anschluss sozusagen dieselbe Menge nochmal als Dauerinfusion über 24 Stunden. Wie gesagt, das bezieht sich jetzt vor allem auf größere Operationen und im Anschluss muss man dann entscheiden, wie es dem Patienten, dem Kind, dem Erwachsenen geht und muss dann entscheiden, wie lange sozusagen A, noch intravenös die Dosis als Stressdosis weitergegeben werden muss oder auch wie rasch man die Stressdosis dann auch wieder Richtung Normaldosis dann reduzieren kann. Ja, die Empfehlungen zur Vermeidung von Nebennierenkrisen sind halt eben einerseits regelmäßige ärztliche Kontrollen, dass man halt einfach sicherstellt, dass man gut eingestellt ist, dass man aber auch im Rahmen der ärztlichen Vorstellungen auch immer wieder Notfallsituationen besprechen kann, dass man immer noch mal sicher geht, dass praktisch alle notwendigen Maßnahmen allen Beteiligten noch präsent sind. Dann eben das Wissen zur eigenen Therapie. Notfallausweis oder aktueller Arztbrief habe ich hier geschrieben. Also die Erfahrungswerte von den meisten Patienten und Eltern sind, dass die Notfallausweise leider eine vergleichsweise schlechte Akzeptanz finden, aber dass ein aktueller Arztbrief oftmals viel mehr beachtet wird. Es mag daran liegen, dass wir Ärzte es viel häufiger gewohnt sind, sozusagen Arztbriefe zu lesen und deswegen dass uns da schneller orientieren können. Aber gerade, sage ich jetzt mal, so individuelle Notfallausweise von Kliniken, die selbst erstellt sind, die sehen alle anders aus, haben alle ein anderes Design, sind unterschiedlich groß und klein gedruckt, verwenden teilweise vielleicht dann auch irgendwie mal eine verwirrende Formulierung. Und also aus diesem Grund sozusagen und auch aus der Erfahrung, dass die Notfallausweise vergleichsweise schlecht akzeptiert werden, ist das Plädoyer von meiner Seite ganz, ganz stark für diesen europäischen Notfallausweis, weil der halt doch auch immer präsenter wird in dem Rettungsdienst und auch bei den Notärzten. Und das sozusagen ist sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit von Seiten der Selbsthilfe, auch da nochmal gemeinsam mit uns Ärzten sozusagen da eine Informationsinitiative zu starten, dass man diesen europäischen Cortisolmangel-Notfallausweis da halt einfach möglichst bekannt macht. Das Praktische an diesem europäischen Notfallmangelausweis ist auch noch, dass der im Scheckkartenformat auch in das Portemonnaie passt. Also das heißt, auch wenn der mal aus Versehen irgendwie mitgewaschen wird oder so, weil das eine Scheckkarte ist, der ist nicht gleich unleserlich wie die meisten anderen Papiernotfallausweise. Und was ich persönlich auch noch vergleichsweise positiv finde, auf dem Cortisolmangel-Notfallausweis steht an sich nichts von AGS drauf. Und ich finde, das ist eine gewisse Diskretion, gerade auch für Jugendliche oder junge erwachsene Patienten. Es geht ja eigentlich sonst jetzt auch, wenn jemand mal in das Portemonnaie reinschaut oder wie auch immer, geht ja niemandem was an, was man genau für eine Erkrankung hat. Und dass da einfach steht Cortisolmangel-Notfallausweis, das sorgt dafür, dass man im Notfall wirklich die relevante Therapie bekommt. Aber sozusagen, man hat trotzdem noch eine gewisse Privatsphäre.
Und dieser Notfallausweis, wie ich eben schon gesagt habe, ist so im Scheckkartenformat. Und da gibt es auch bei der holländischen AGS-Initiative solche Gurt-Klett-Anhänger sozusagen, die man am Autogurt befestigen kann, wo man dann eben hier in diese Plastiktasche sozusagen dann auch diesen Notfallausweis einstecken kann, sodass eben selbst wenn man bei einem Autounfall verunglückt und man ist bewusstlos und man wird dann sozusagen von Rettungskräften gefunden, dann sieht man eigentlich gleich diesen Ausweis am Gurt und sollte dann halt eben auch entsprechend behandelt werden. Diese Nebennierenausweis, den gibt es auch auf der Adrenal-App. Also da gibt es eben im App Store, kann man die runterladen, wenn man da einfach Nebenniere eingibt. Dann gibt es diese Adrenal-App der holländischen Selbsthilfeinitiative, wo aber eben auch die Inhalte auf Deutsch auch drauf sind. Und wenn man diese Adrenal-App öffnet, kommt als erstes auf dem Smartphone sozusagen dann dieser europäische Notfallausweis. Also das ist auch noch, finde ich, eine relativ elegante Geschichte, weil sein Handy hat man ja eigentlich heutzutage fast auch immer mit dabei. Dann das Weitere eben, was ganz wichtig ist, Patientenschulung zur Glukokortikoiddosiserhöhung bei körperlichem Stress. Das, was wir gerade sozusagen machen, trägt eben zur Vermeidung von Nebennierenkrisen dabei. Dann halt eben diese Vorgabe bei Fieber über 38,5 Grad Celsius, Operationen, Narkosen, Fieber, dreifache bis fünffache Hydrokortisondosis, an die Möglichkeit der Zäpfchen denken bei Erbrechen und halt eben das, was wir in Zukunft dann ja auch, denke ich, gemeinsam mal noch durchführen werden, eben diese praktische Schulung zum Aufziehen der Ampullen und dann halt eben auch zumindest so diese Dummy-Injektionen, zum Beispiel in den Schwamm, dass man das einfach mal übt. Ja, Inhalte von Patientenschulungen, wie Sie jetzt eben gesehen haben, Informationen zur Erkrankung, Verständnis für die Therapie. Dann eben, ich hoffe, dass das auch gut rübergekommen ist, die Risikosituationen zu identifizieren, da allen voran eben die Magen-Darm-Infekte, eben Fieber, Operationen, Narkosen. Wichtig ist eben auch, die Symptome zu erkennen, gerade Erbrechen, Übelkeit, dass man da halt eben auch an eine möglicherweise beginnende Nebennierenkrise denkt. Was eben auch immer wichtig ist, dass man seine Tagesmedikamente immer dabei hat, plus halt eben auch noch zusätzliche Tabletten, falls man akut erkrankt und akut eine Stressdosis braucht. Im Winter kann man sicherlich auch Prednison-Zäpfchen auch in einer Tasche, Handtasche sozusagen mitnehmen oder in so einer Notfalltasche und auch die Hydrokortison-Ampulle und Spritze und halt eben den Notfallausweis. Dann eben adäquat die Stressdosis vornehmen, dann die Schulung zur Hydrokortison-Injektion. Und dann ist, finde ich, noch ein Punkt auch noch wichtig, dass man sozusagen ja Kommunikation in Notfallsituationen mit dem Rettungsdienst, weil da erfahren wir auch immer wieder Rückmeldungen, dass das oft schwierig ist. Und sozusagen, da kann ich nur sagen, manchmal sozusagen in dem Stress, den dann auch die Angehörigen und die Eltern haben, kommt manchmal sozusagen die Forderung, man muss jetzt sofort das Hydrokortison geben, sonst stirbt mein Kind. Also das kann manchmal zu fordernd, zu erschlagend sozusagen auf den Notarzt wirken. Da ist es halt einfach gut, möglichst besonnen, möglichst ruhig das zu erklären, eben nach Möglichkeit auch den letzten Arztbrief eben einfach nochmal vorzuzeigen, weil das ist dann halt einfach wesentlich ja sachlicher und man muss halt auch dem Rettungsdienst und auch dem Notarzt einfach auch sich mal auch kurz die Zeit geben, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Und das ist halt, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Und dann halt eben auch, ja, dass man halt adäquat das System, die Ressourcen nutzt. Also wann rufe ich den Rettungsdienst? Kann ich noch selber in die Notaufnahme? Brauche ich den Notarzt? Das sind halt eben auch noch so relevante Punkte. Gut, dann komme ich jetzt schon praktisch zum Schluss nochmal mit dieser Abbildung, will ich das auch nochmal alles zusammenfassen. Auf den ersten Blick ist die Abbildung vielleicht ein bisschen erschlagend, aber ich will sie da durchführen. In der Mitte haben wir praktisch so das große Loch der gefährlichen Nebennierenkrise. Und hier außen haben wir in Rot eingezingelt sozusagen die gefährlichen Situationen, die einen hier in die Nebennierenkrise treiben.
Und dann haben wir aber hier einen Schutzwall sozusagen außen herum, der das verhindern soll, dass wir in die Nebennierenkrise eben rutschen. Und das geht eben praktisch schon los mit dem Neugeborenen-Screening, dass wir die Patienten sozusagen rechtzeitig identifizieren wollen, eben frühzeitig die Diagnose stellen und dann auch adäquat behandeln. Es gehört eben mit dazu, dass man eine gescheite Dokumentation hat. Eben aus meiner Sicht sollte wirklich jeder Patient mit einem AGS auch seinen aktuellen Arztbrief in Händen halten, damit er halt eben in Notfallsituationen auch alle relevanten Informationen beisammen hat. Dann eben dieser Part Selbsthilfe, Patientenschulung ist ganz, ganz wichtig, um eben auch die Nebennierenkrise zu verhindern. Dann natürlich auch die regelmäßigen Kontrollen bei den Ärzten in der endokrinologischen Sprechstunde und auch die regelmäßige Medikamenteneinnahme. Und dann halt eben auch der Part Dosisanpassung in Stresssituationen und aber eben auch Wahrnehmung der Impfungen, weil sozusagen jede Infektionserkrankung, die potenziell ja auch mit Fieber einhergeht, die ich verhindern kann, ist eine Infektionssituation weniger, die mir ein Risiko darstellt, sozusagen in eine Nebennierenkrise zu rutschen. Deswegen sind wir da halt eben auch ganz starke Verfechter, dass man wirklich einen möglichst kompletten Impfschutz eben als Mensch mit einer Nebenniereninsuffizienz auch aufrecht haben sollte. Und sozusagen, wenn wir das alles beachten, dann haben wir wirklich einen guten Schutzwall und können dann sozusagen diese Risikofaktoren sozusagen außen vor lassen, dass wir nicht in dieses Loch der Nebennierenkrise rutschen. Die Risikofaktoren selber sind halt eben, wie man in der Studie von der Frau Dr. Reisch gesehen hat, halt das salzverlierende AGS, wo die Wahrscheinlichkeit halt etwas höher ist, dass ich mal eine Nebennierenkrise erleide. Dann halt eben, wenn ich schlecht eingestellt bin, unregelmäßig meine Medikamente nehme, dann rutsche ich leichter mal in eine Nebennierenkrise. Dann eben die gefährlichen Infektionen, vor allem eben die Magen-Darm-Infektion und halt eben, wenn die Diagnose und die Behandlung spät eingeleitet wird, was heutzutage aber dank des Neugeborenen-Screenings wirklich nur noch sehr, sehr selten der Fall ist. Jetzt komme ich dann wirklich zum Schluss und sozusagen so das Fazit ist nochmal, die klassischen Trigger der Nebennierenkrise, Infektionserkrankungen mit Fieber, vor allem der Magen-Darm-Infekt, Prävention eben Patientenschulung zur Hydrocortison-Stressdosis und auch eben zu dieser IM bzw. subkutanen Hydrocortison-Notfallspritze. Dann eben, finde ich, ist das was, was wir uns als Ärzte, als medizinisches Personal auch auf die Fahnen schreiben müssen, dass wir halt auch in unseren Einrichtungen auch die Nicht-Endokrinologen, also sowohl die Schwestern und auch die Ärzte, Assistenzärzte, die im Dienst sind, eben auch gut aufklären über das Risiko und über die Therapie einer Nebennierenkrise, damit halt die Patienten auch, wenn sie dann eben in einer solchen Situation das Krankenhaus betreten haben, dann auch optimal versorgt werden. Und das andere sozusagen wäre auch noch der Aufruf, Verbesserungen der Akzeptanz von Notfallausweisen. Wie gesagt, das wäre sicherlich auch nochmal ein Projekt, was man gemeinsam von Ärzten und Selbsthilfe auch angehen könnte. Und eben am Schluss auch noch der Appell, dass man wirklich einheitlich diesen europäischen Cortisolmangel-Notfallausweis verwendet, weil praktisch je höher der Wiedererkennungswert ist, umso nützlicher ist der Ausweis.